So, ich bin jetzt zurück auf der IFA 2012 in Berlin. Bin jetzt zusammen mit dem Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Wir sind jetzt bei Newmark, haben eine coole DJ-Mixing-Platte gefunden mit dem iPad drin, haben gesagt, hey, coole Sache, müssen wir uns sofort angucken. Stefan, Newmark, was ist das für eine Marke? Newmark ist ein US-amerikanisches Unternehmen für DJ-Equipment und wir haben ja von Einstiegscontroller im DJ-Bereich über Turntables bis hin zu kompletten Controller-Lösungen für den professionellen DJ. Jetzt habe ich gesehen, habt ihr den iDJ Pro, habe ich vorher noch nicht gesehen, scheint was Neues zu sein. Genau, also den iDJ Pro hatten wir zum ersten Mal auf der Musikmesse dieses Jahr angekündigt. Jetzt auf der IFA haben wir das erste Serienmodell, auch für den Consumer Electronics Bereich. iDJ Pro ist, um es ganz kurz zu sagen, ein DJ-Controller direkt fürs iPad. iPad liefert ihr aber nicht mit? Nein, das iPad wird natürlich nicht geliefert. Und ist egal, welches iPad ich einbaue? Also kompatibel ist es mit dem iPad 2 und iPad 3. Also iPad 1 bin ich gearscht? Nee, also iPad 1... Ich würde es nicht unbedingt empfehlen aufgrund der Leistungsfähigkeit des iPad 1. Also das macht mit dem 2 und dem 3 einfach mehr Spaß. Okay, also ihr sagt doch von Haus aus, hey, iPad 2 muss mindestens sein. Ja. Und was kaufe ich denn? Kaufe ich die Hardware und die Software? Sprich also das DJ-Pult und die Software da drauf? Also der iDJ Pro wurde jetzt in enger Kooperation mit Algorithm entwickelt. Algorithm sind die Hersteller für eine DJ-App. Ja. Derzeit mit die populärste App im DJ-Bereich für iPads. Dadurch aber, dass wir uns durch Core Media nicht konkret an einen Anbieter binden, wird die App natürlich nicht mitgeliefert. Das heißt, die App müsste man noch hinzukaufen, gibt es aber im App Store für unter 20 Euro zu erhalten. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ich könnte auch sagen, nee, ich finde die App nicht so gut, ich nehme eine andere. Es wäre theoretisch möglich, aber die App ist sehr gut, also das harmoniert schon sehr gut mit dem Controller auch zusammen. Also okay, dann gleich mal vorab eine Frage. Wir waren auf der Musikmesse, haben uns ein paar von den Pulten angeguckt. Da war eins dabei, das ich ziemlich cool fand. Die haben praktisch aus bestehenden Liedern irgendwie neue Songs kreiert, live, während die gemixt haben. Geht sowas auch? Das wären jetzt Bereich Mashups oder dass man direkt Samples einfügt. Das wäre möglich, indem wir jetzt über Cue-Buttons gehen würden und sagen, okay, wir mixen jetzt den zweiten Track über Cue-Buttons rein und nutzen das als Samples und lassen den zweiten Track einfach dabei parallel laufen. Dann erzähl mal ein bisschen was ihr so habt. Ihr habt ja den linken Bereich, den rechten Bereich, die sind ja relativ gleich oder die sind wahrscheinlich identisch. Was habt ihr denn alles so dabei? Was kann ich denn alles machen? Also du hast es ja gerade schon gesagt, also wir haben hier den klassischen Aufbau für DJ-Decks. Das heißt, wir haben zwei Jogwheels jeweils auf einer Seite. Über die Jogwheels kann man natürlich scratchen, man kann die bestimmte Stellen im Lied suchen. Wir haben EQ-Controller, wir haben Looping-Funktionen mit verschiedenen Loop-Punkten. Das heißt, dass wir jetzt von halben Beats bis hin zu 16. Noten runter loopen können, indem auch auf diese Art und Weise können wir auch Stutter-Effekte erzeugen. Wir haben die direkte Steuerung der internen Effekte von Algorithms DJ, das heißt, wir können die Effektparameter verändern. Wir haben dann, dadurch, dass das iPad direkt integriert ist in die Oberfläche des iDJ Pros, auch die Möglichkeit, direkt die XY-Controller der App zu nutzen, gleichzeitig zu sagen, okay, wir nutzen unseren Filter. Wir nutzen hier unsere EQs, also es harmoniert sehr gut miteinander. Was habe ich so an Anschlussmöglichkeiten? Wir haben auf der Rückseite symmetrische Ausgänge, wir haben Chinch-Ausgänge natürlich, um es in normale Umgebung anzuschließen. Wir können aber auch, dadurch, dass das iPad AirPlay unterstützt, auch an jede AirPlay-Anlage wireless unsere Tracks streamen, das ist möglich, beziehungsweise auch, wenn es der Club oder die Situation zulässt, eben auch mal schnell per Internet Tracks runterladen. Das heißt, wenn jetzt jemand sich einen Track wünscht, den der DJ jetzt gerade in dem Fall nicht hat, dann kann man es gleich direkt runterladen und aufs iPad spielen. Auf der Vorderseite haben wir noch ein Mikrofoneingang mit separaten Lautstärkeregler fürs Mikrofon und kleine Cue fürs Mikrofon. Wir haben zusätzliche Eingänge, das heißt, wenn man noch einen separaten Media Player hinzuspielen möchte, wäre es auch möglich. Und wir haben hier einen Kopfhörerausgang mit separater Kopfhörer-Lautstärkeregelung. Jetzt die große Preisfrage, was wird das Teil kosten? Also die UVP wird derzeit mit 479 Euro angegeben, das heißt 399 Euro ungefähr wird es wahrscheinlich auf der Straße, wird der Straßenpreis liegen. Und so September, Oktober erhältlich? Genau. Dein Gefühl, wo werdet ihr euch am Markt platzieren? Also ich denke, der iDJ Pro ist auf jeden Fall was für den semi-professionellen DJ und für DJs, die eben auch gerne das iPad unterwegs nutzen. Um eben auch die Mixe vorzubereiten bzw. eine portable Lösung haben möchten, für die man nicht unbedingt einen kompletten Computer jetzt benötigt oder eben die Turntables zu Hause lassen möchte.
Okay, jetzt bist du ja im Marketing und PR bei euch zuständig. Dann so eine Gretchenfrage noch an dich. Wo siehst du bei dem Gerät den richtigen Wow-Effekt, wo du sagst, das ist der Grund, das musst du deswegen kaufen? Das ist der einzige professionelle DJ-Controller fürs iPad. Okay, das ist tatsächlich ein Grund. Da auch noch eben eine Frage zu. Wie einfach oder schwer ist es, das iPad einzubauen oder auszubauen? Das ist ganz einfach. Also hinten auf der Rückseite haben wir eine Klappe. Ja. Die Klappe wird runtergeklappt, das iPad reingesteckt, angeschlossen, die Klappe wieder aufgesteckt und das Ding ist angeschlossen. Und funktioniert das sofort und wird auch darüber mit Strom versorgt? Also DJ wird direkt erkannt, das iPad wird geladen und für manche Leute relevant, die Klappe lässt sich mit dem Kensington-Lock verschließen, sodass es auch im Clubbetrieb oder in bestimmten Situationen nicht dazu Gefahr kommt, dass das iPad einfach rausgezogen wird. Okay, noch eine andere Frage. Was wiegt das Teil ungefähr? Ungefähr 4 Kilo. Und wenn ich es kaufe, ist da irgendwie ein Case dabei oder eine Tasche? Nee, Tasche gibt es nicht. Also jedenfalls nicht direkt zum IDJ Pro dazu, aber die kann man bei uns über Newmark dann direkt selber kaufen oder beim Handel. Also habt ihr auch schon so weit gedacht, habt gesagt, hey, okay, natürlich da ein Case mitzuliefern wäre auch eine coole Sache oder zumindest mal sagen, so könnt ihr ein Case von uns bestellen oder so. Ja, das gibt's schon. Das Controller-Bag von Newmark, da passt dann auch der IDJ Pro rein. Alles klar, dann sage ich erstmal danke. Ja, sehr gerne. War sehr interessant. Wir waren jetzt hier am Stand von Newmark, haben uns das IDJ Pro angeschaut. Der Stefan hat uns das mal cool gezeigt. Für 3,99 Straßenpreis ab Ende September wohl erhältlich oder Mitte, Ende September. Muss man sich angucken, ist auf jeden Fall hochinteressant. Wir gehen jetzt mal weiter. Ich bin der Bernd, ihr seid bei Auto TV. Tschüss.